Hand in Hand gut aufgehört oder Priska von Rickenbach, wo natürlich nicht so einfach ist zu setzen. Und er übernimmt wieder diesen ersten Block. Und da ist das 1:0 und es ist nicht einer der ganz großen Stars, die es erzielt, sondern Livia Danusen. Nützt da den Platz sehr gut von außen vom Spielerband her und zieht gegen das Goal in und schließt ab. Der Ball noch abgelenkt von einer Spielerin von Dietli Conchet. Sehr unglücklich natürlich. Und das erste Tor immer wichtig, wenn auch nicht irgendwie entscheidend. Das zeigen die Spieler bisher. Da ist das 2:0 für Piranha. Luana Rentsch, eine der weiteren ganz, ganz Jungen im Team, hat zugeschlagen. Und trifft das sehr schön oben um die Latte. Sie ist eine der Aufsteiger von dieser Saison. Da kommt sie von hinten, stößt ja. Und Carolina Marti gegen ihre Nationalmannschaftskollegin, gegen Monika Schmid. Der Ball nach vorne, Ball oder Körper mittlerweile nach vorne. Die Präzisierung auf diese Saison. Und das ist kein Tor. Sehr gut verschoben wieder von Andrea Kemperlin. Die Null steht noch immer und jetzt steht sie nicht mehr. Und ausgerechnet die, bei der wir gesagt haben, ja, die große Stürmerin wird sie nicht mehr. Tanja Stella, sie bringt die Zürcherinnen zurück. Ja, ich denke, sie ist auch noch fast pushen und irgendwann ist... müsste sie noch belohnt werden. Und jetzt wird sie belohnt. Und jetzt hat sie Glück mit ihrem Schuss. Es war gar keine Torchance. Dennoch landet der Ball im Tor. Und einfach aus absolut neutraler Sicht zu sagen, hier mögen wir das gönnen. Ja, sie hat sich wirklich erarbeitet. Unermüdlich, Mädchen davon geredet. Immer wieder Abschluss genommen und probiert etwas zu kreieren. Und da gibt es wirklich das Glück auf ihr. Die Halle mittlerweile mindestens zu 3/4 voll. Es knistert. Es riecht nach Entscheidung und Isabel Gehrig schießt das 3:2 mit einem wunderschönen Tor. Ja, hervorragend abgeschlossen aus vollem Lauf. Aus vollem Lauf raus ist es wirklich immer schwierig, wenn du den Ball in der Schublade hast, da gerade vorwärts abzuschließen. Das macht sie technisch sehr gut. Sie, wo mich bisher. Ja, das ist die erste Linie auf dem Feld. Der Trainer will wahrscheinlich ihnen noch mal die Chance geben hier. Etwas auszurichten. Und jetzt kommt die Chance und das 4:2. Und es ist auch eine von denjenigen, die nicht auf der ganz großen Liste stand. Christel Wollhauser mit dem 4:2. 2 Minuten vor Schluss. Es spitzt sich immer mehr zu. Ja, das ist also sehr entschlossen. Sie hat gespürt, sie hat da Weg frei zum Reinlaufen und nützt den, macht den Winkel eigentlich ein bisschen zu. Also sie geht, probiert ein bisschen mit rein zu laufen, dass der Winkel für den Goalie schwieriger wird zum Abdecken. Die letzten verzweifelten Versuche, Pedrazzoli macht das Tor wieder nicht, aber es ist aus. Die Zürcherinnen gewinnen dieses Spiel. Aus Nummer 19 sind die Kloten Dietli Conchets.